Wir kriegen da ein bisschen was. Capture the Berserker, nee. Ja. Also ich würde... Wie? Aber mein Status sagt auch dann. Yes? Hä? Die habe ich schon abgeschlossen. Die auch. Das macht alles irgendwie gar keinen Sinn so richtig. Ist das ein Anzeigefehler? Das ist ja riesig. Das ist ja total nervig. Weil, wo gebe ich denn das jetzt hier ab mit Orthos? Kann ich vielleicht. Nee, Deliver ist was anderes. Deliver ist was komplett anderes. So. Nee. Is there anything else? Warte, 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 warte. Y. So. Ich hab Ottos gekillt, du Nase. Ach. Wisst ihr was? Wir haben diese beiden Quests schon abgegeben, glaube ich. Es ist ja übelst nervig. Anstatt dass man die Quest einfach wegmacht oder irgendwie noch ein zweites sozusagen, na sagt schon, na, eine zweite Liste macht mit fertig oder so. Und nicht einfach dahin klatscht dann. Ja gut, dann heißt ja auch fertig, aber dann könnte auch heißen, okay, mach das eben nochmal. Du hast nichts. Überhaupt nichts. Wollen wir mal das verfluchte Gauntlet nochmal versuchen? Ja, komm, wir versuchen. Aber wir speichern vorher. Weil wir haben ja jetzt den Typen gekillt. Wir speichern mal vorher. Ja, Save Complete. Und dann versuchen wir nochmal die Challenge-Quest mit dem verfluchten Gauntlet. Das müsste ja theoretisch ja eigentlich schaffbar sein. So, jetzt müssen wir. Wie war das? Wir müssen jetzt ins Castle und dort in den Thresher-Raum. Genau. Ja. Ich bin fertig. Schick mich dahin. Das hatten wir schon alles, deswegen. Da ist der Ritter, er ist versiegelt in dieser Faust. Und wir werden ihn jetzt sozusagen besiegen, meine Freunde. Besiegen. Erstmal werde ich mich natürlich ziemlich stark beteiligen. Denn ich weiß nämlich nicht, wie stark er jetzt ist. Aber jetzt immer noch stärker ist als ich, also viel, viel stärker als ich. Weil letztes Mal hat er uns ja richtig auseinandergefistet. Vielleicht mal Zahn? Ah, nee. Aber ziemlich guter Schaden. 74 ist ziemlich stark. Also, was hat das gemacht? Kann ich Effekte sehen? Er hat nichts. Okay. Wahrscheinlich ist es nur zum Wegmachen. So. Wir waffen uns wieder. Wir gehen wirklich auf Nummer sicher bei diesem Kampf. Feuer? Oh. Okay, Feuer mag er nicht. Bisschen sehr magisch schon, aber er ballert es mir entgegen. Das ist natürlich doof. Aber
Oh. Kann ich mich nicht mehr verstärken? Nee. Plus 3 ist Schluss? Sehr wenig. So, Media. Das ist wirklich wenig. Ja, müssen wir eben angreifen mit dem Typen hier. Ja, ich würde das schon aushalten. Ich mach mal Evade. Evasion hoch. So, das hat ja ganz... Ja, eigentlich hat es ganz gut Schaden gemacht hier. Ich mach weiter. Also bei 60 kann ich nicht meckern bei dem Schaden. So, weiterhin angreifen. So, und jetzt machen wir unseren Angriff höher. Jetzt sind wir schon bei 1. Super. Hm. Super. Angriff. Weil ich hatte auch... Ach, der hat Counter. Okay, da muss ich drauf achten. So, vorher mag er nicht. Oh, das hat wieder Schaden gemacht. Ah, da ist er ausgewichen. Ich denke mal, dass wir den schaffen können diesmal. Wie? Jetzt schon aufgeben? Oh. Na, ist toll. 5 EP. Das ist ja gar nichts. You have proven to me that your power is greater than that of my late master. Very well. You have my approval. There is no reason for me to remain within this machine. Farewell, formidable opponent. May the next time we meet in battle be as allies. That was an amazing battle. Even that demon was impressed by your skill. Now we can use this gauntlet again. If I have another task that needs doing, I hope you will assist us. Kann es sein, dass diese Cursed Gauntlet Sachen Dämonen haben, die man so nicht treffen kann in der richtigen Welt? Müssen wir mal darauf achten, ob wir Ares in der Dämonen, also in der normalen Welt sozusagen irgendwie treffen. Ich mag ihn einfach, den Mido. Oh! Ah, ist einfach nur geiler Typ. Der gefällt mir echt. Der hat echt eine coole Stimme. So, wartet. Wir gucken mal, was wir brauchen, um ihn zu fusionieren, den Ares. So, Ares war Feme, glaube ich. Nee. Quatsch. Ares. Genma? Beast ist er nicht, ein Amazu ist er nicht. Ferry ist er auch nicht. Hm. Ares, wo bist du denn? Kann ich dich schon machen irgendwie? Irgendwie gehst du. Geht das nicht. Ares. Ich hab dich doch gerade erst gefunden. Morax? Ach, der. Der sieht auch cool aus. Der Tyrann. Ach, das ist der ohne Ärmchen. Dass das ein Dragon ist, ne? Also man kann mit dem Hooligan sehr viel Sachzeug herstellen. Dass wir den ja noch nicht haben, ne? Chakrin. Dass wir den nicht haben. Raichu sieht auch ein bisschen anders aus. Na gut, von da ist nur seitlich jetzt. Reaper. Level 44. Und sowas ist holy. Heilig. Lächerlich. Ja, dann können wir ihn wahrscheinlich noch nicht herstellen. Ist sehr schade irgendwie. Aber komisch, dass er nicht hier drin ist, ne? Dass er irgendwie
Ich hätte gedacht, dass er jetzt irgendwie hier dabei ist, aber anscheinend nicht. Sehr schade. Aber wir werden ihn wahrscheinlich noch irgendwann nochmal wiedersehen. So. Ja, ja. Und tschüss. So, Quest. Haben wir fertig. Hier, ihr seht, ist ausgegraut. So, Capture the Berserker. Das ist gefährlich. Okay, sagt sie. Slay the Dragon. Okay, da sagt sie nichts. Also. Lake Mikado. Hier gibt es zum Beispiel Lachs. Also, nicht Lachs. Sondern Lucky. Incensens. Incense. Komisches Wort. Wir müssen aber unbedingt noch das hier machen. Die Silber Necklace, also die Silber Halskette. Oh, nee. Das würde ich auf jeden Fall machen. So. Ich würde ganz gerne... Ach nee, Wukong ist zu stark noch, ne? Wurde ja gesagt. Der Drache ist aber vielleicht noch interessant. The Banks of Lake Mikado. Warte mal. Lake Mikado ist doch hier oben. Der war doch auch hier irgendwo. Ja, ich bin ein bisschen tired. Im realen Leben nicht. Das Komische ist, ja, good morning, kann man hier auch sagen in der realen Welt. Denn es ist 10 Uhr morgens. Ja, ja, ich bin heute von der Arbeit gekommen. Und hab dann mir gedacht, ja, ich habe ein paar Tage jetzt nicht aufgenommen. Ist ja so, wenn man ein paar Aufnahmesessionen macht hintereinander. Die letzten Tage habe ich ja nur Disguise aufgenommen. Und ja. Und dann bin ich gestern auch um 15 Uhr oder so ins Bett gegangen. Und dann, ja, einfach mal eiskalt. Gab es hier noch ein weiteres Ding? Da. Dann bin ich einfach 15 Uhr eingeschlafen und dann um 22 Uhr aufgewacht. Also ich habe zum Glück mir habe ich immer auch noch einen Wecker gestellt um 0:10 Uhr. No. Ich will die Aussicht genießen. Then leave this place immediately. Wieso? Ich will mir die Aussicht angucken. Okay, dann bringe ich dich um. You come to this place. So auch eine coole Stimme. Have you come to slay me? Yet another one. I've lost count of how many have come before you. To think that a mere human would challenge long. It would seem you have a death wish. Nein, habe ich nicht. Ich will dich bloß fertig machen. If you think you have the power to slay me, then you are a fool. You will regret drawing. Ach, Long ist das. Long. Erinnert euch an Long bei Lucifer's Call? Der war doch geil. Einer unserer Verbündeten war das aus Lucifer's Call. Ah, ich liebe Lucifer's Call. So, Rakukaya. Wieder mal unsere schöne Taktik, ne? Und ausprobieren natürlich. Immer schön ausprobieren. Okay, das war falsch. Muhahaha. Muhahaha. Fortuna ist dagegen immun und absorbiert alles. So. Die Welt erhöhen. Wir gehen auf maximale Verteidigung. Auf maximale Verteidigung. Ach, ich hätte doch Agi benutzen können.
Ich Dummbatz. Ich heil mal. Sicher, sicher. Oh. Oh, hast du nicht getroffen? Oh, tut mir aber leid. Oh. Ich sage, wir gehen voll auf Defensive. Falls er irgendwelche bösen Fähigkeiten noch haben sollte. Okay. Und drauf da. Oh, nice. Das hat richtig gesessen. Ah, schade. Na komm, hau drauf. Töte ihn. Ich kann mir vorstellen, dass er nicht lange durchhält. Komm nochmal. Boah, schon wieder dreimal. Das ist echt eine geile Attacke. Das haben sie echt gut gemacht, dass es sowas gibt. So, den Rest hebe ich mir auf für Heilung. Er hat ihn getroffen. Aber ich habe gecountert. Er trifft irgendwie immer nur dieses Stück Fleisch da. Oder was auch immer du da erstellen sollst. Eigentlich bist du eine Mischung aus einem Hühnchen und einem Zwiebelkopf. Oh, das ging aber schnell. Wieder nur 10 EP. Okay.